Tesla, die wohl spannendste Aktie im Jahr 2020, hat sich von ihren Tiefständen im Frühjahr mehr als vervierfacht. Und die spannende Frage ist natürlich immer, wie kommt man in einen solchen Titel hinein? Und das Zweite ist natürlich, welche Auswirkungen hat das Ganze auf das Gesamtportfolio eines Traders? Und genau darauf möchte ich in meinem heutigen Video eingehen. Tesla hat sich in den letzten 4 Monaten vervierfacht. Und das ist natürlich krass. Und die Frage ist natürlich, wie viel Performance kann man da mitnehmen? Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt von eurem Handelssetup ab. Wie kommt ihr rein in einen Trade und wie verwaltet ihr den auch? Doch die größere Frage ist eigentlich, welche Auswirkungen hat das Ganze auf das Gesamtportfolio? Nehmen wir an, ihr habt ein Konto in einer Größenordnung von 100.000 Euro. Und dann könnt ihr natürlich hingehen, all euer Geld in einen einzelnen Wert hineinlegen, weil ihr eben der festen Überzeugung wart, Tesla ist die geilste Aktie dieser Welt und damit lässt sich die meiste Performance machen. Das Problem ist nur, wenn das mal schief geht, wie beispielsweise bei Wirecard, die dann plötzlich 90% verliert, dann hat das starke Auswirkungen auf euer Konto. Deshalb aus meiner Sicht ist es viel, viel besser, eben das Geld aufzuteilen auf mehrere Positionen. Nun ist das natürlich etwas schwierig, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß ist denn euer Konto. Aber bei einer solchen Größenordnung macht es auf jeden Fall Sinn, 5 bis 10 Positionen zu nehmen. Gehen wir mal davon aus, ihr würdet 5 Positionen handeln und ihr hättet unter anderem Tesla mit im Depot gehabt und dann beispielsweise eine Aktie wie Apple, Netflix und 2 andere Titel. So, jetzt kommt es ja immer darauf an, wie viel Performance machen wir hier? Und nehmen wir an, bei der Aktie 1 haben wir 0% Performance gemacht, bei der Aktie 2 haben wir sogar vielleicht Minus von 10% gehabt, bei Netflix haben wir 20% Gewinn gemacht, Apple beispielsweise auch 20% und Tesla 100%. Wie man das macht, das seht ihr hier auf diesem Chartbild. Das ist ein Einstieg, den wir von Kunden bekommen haben, wie die bei uns eingestiegen sind, die die Tesla-Aktie genommen haben, die nach dem 6-Phasen-Modell dann eingestiegen sind, vor allen Dingen, nachdem klar war, dass die Short-Quote in Tesla extremst hoch war. So, bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel Tesla. Ihr habt hier 20.000 Euro in Tesla investiert. Und die Aktie hat 100% Gewinn gemacht in den letzten 4 Monaten. Das heißt, auf euer Gesamtkonto von 100.000 Euro ist ein Gewinn von 20.000 Euro dazugekommen. Das heißt, alleine durch diesen Trade ist es euch gelungen, euer Konto von 100 auf 120.000 Euro nach vorne zu bringen. Was nichts anderes bedeutet, als dass ihr 20% Gewinn auf euer gesamtes Vermögen habt, auf euer gesamtes Handelskonto. Und dazu kommen natürlich noch die anderen Aktien, die ihr bei euch im Portfolio hattet, die ihr im Trading oder auch im Investment mit dabei gehabt habt. Das heißt, 100% in der Einzelaktie sind zwar toll und wir brauchen auch diese One-er, deswegen ist es auch so wichtig, Gewinne laufen zu lassen, weil sie einen starken Einfluss auf euer Gesamtportfolio haben. Deswegen Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen ist nicht nur ein Spruch, sondern es ist elementar, um als Trader langfristig erfolgreich zu sein. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like von dir sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Börsentag. Bis zum nächsten Mal, dein Mario Lüdemann.